Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder mit einer runden Leinwand und wie ihr sehen könnt, eine, die ich auch früher schon benutzt habe. Da machen wir wieder ein Experiment drauf. Danny hat uns gefragt, wie Pours aussehen, wenn wir die Farben dünner machen. Also dünner als meine Mischung im Normalfall wäre. Das ist jetzt aktuell meine normale Mischung. Also das läuft alles wirklich schön von dem Rührstab runter in einem Faden. Und es kleckert nicht, es tropft nicht. Ist die normale Mischung aus Floatwell, unserem Fluoripuring-Medium, unserer Farbe und wenn nötig ein bisschen Wasser, mit der ich die meisten meiner Videos für euch mache. Jetzt habt ihr gefragt, was passiert, wenn wir das Ganze dünner machen. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Einmal an einer runden, dann noch eine quadratische Leinwand, einmal mit und einmal ohne Silikon. Und wir verdünnen jetzt die Mischung einfach nochmal etwas. Zwar nicht so dünn, dass es dann schon fast wie Wasser ist, also ein bisschen Konsistenz hat es natürlich dann immer noch, aber dünner als wir sonst puren. Und ich habe, als ich angefangen habe mit dem Acrylic Pouring, auch eine ähnliche Mischung gehabt. Weil, wenn man anfängt, verbraucht man natürlich jede Menge Farbe und hat noch nicht so richtig das Gefühl dafür, wie was funktioniert und was man tun und beachten muss. Und ich habe meine Mischungen daher immer relativ dünnflüssig gehabt, um so viel wie möglich Pours machen zu können mit der Farbe, die man zur Verfügung hat, um vielleicht so ein bisschen Geld zu sparen. Das ist zwar an sich von der Überlegung her nicht ganz schlecht, allerdings ist mir dann relativ schnell auch klar geworden, dass die meisten Pours einfach nicht funktionieren oder gut werden und man letztendlich wahrscheinlich sogar mehr Farbe damit verschwendet an gescheiterten Versuchen, als wenn man die Mischung wirklich gleich richtig macht, dicker macht und dann entsprechend auch öfters mal einen Erfolg mit dabei hat. Aber damit ihr das nicht selbst durchmachen, erleben müsst, mache ich den Versuch jetzt natürlich für euch und zeige euch dann, was das Ergebnis wird. Es kann immer noch gute Ergebnisse geben, also keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Effekte zu erzielen, wird auf jeden Fall geringer werden. Denn die Farben bleiben natürlich nicht in Form. Gerade wenn ihr Silikon mit reinmacht, um die Zelleffekte zu bekommen, die Zellen bleiben nicht unbedingt stabil, sondern verziehen sich dann viel schneller, wenn man die Farbe auf der Leinwand bewegt. Und die Zellen bleiben mitunter auch nicht formstabil, was die Ränder angeht, sondern verlaufen oder verschwimmen so ein bisschen. Auch wird es schwieriger, wenn ihr definierte Linien haben möchtet, also gerade bei Ringpours zum Beispiel, wo ich auch schon viele gemacht habe auf dem Kanal. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ringe definiert bleiben, auch geringer, weil die Farben eben dünner sind und somit auch nicht gegeneinander so standhalten, sich auch teilweise mehr vermischen. Und was euch auch passieren kann, gerade an den Rändern, dass dann die Farbe natürlich über die Ränder läuft, ganz klar, das macht sie immer, aber dass die Farbe an den Rändern nicht haften bleibt, sondern dann die Gravitation gewinnt und alles nach unten läuft und eure Ränder dann entsprechend entweder noch weiß sind von der Leinwand oder dann falls schon ein Pour drunter gewesen ist, dass der untere Pour dann durchscheint oder halt einfach die Farbe nicht deckend genug ist und es unsauber aussieht. Das kann euch auf jeden Fall auch passieren. Das sind alles so Sachen, die man dann berücksichtigen müsste oder sollte vielleicht. So, teilen wir uns die Farben erstmal auf. Den Rest heben wir uns auch für den zweiten Pour. Und ihr könnt ja schon sehen, wie wirklich dünnflüssig die Farbe ist. Diesen Pour machen wir erstmal mit Silikon. Am besten ein Flip Cup, würde ich sagen. Und den zweiten machen wir dann ohne Silikon. Wahrscheinlich wieder ein Ring Pour, weil dann ein Flip Cup relativ wenig Sinn macht, weil ja ohne Silikon nicht wirklich viel passiert. Und die Farben sind jetzt schon wirklich dünnflüssig. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera so ein bisschen sehen. Unser allseits beliebtes Fleury-Silikonöl gebe ich jeweils 1-2 Tropfen mit hinzu. Mehr braucht es nicht. Und dann rühren wir das alles nochmal gut durch. Falls man das sieht in der Kamera, das ist die Mischung. Ich
verbindet sich also sofort beim Auftreffen wieder mit der gesamten Farbe und sonst bildet sich immer so ein kleiner Berg, bevor er sich wieder verbindet. Sind wir mal gespannt. Ein kleiner Becher für den Flip Cup und dann ja, schichten wir unsere Farben mal direkt hinein. Besonders aufpassen muss man jetzt hier natürlich, weil die Farben so dünn sind, dass man auch langsam schüttet und die Farben auch schräg über den Rand hineingibt, sonst vermischen die sich ja sofort direkt miteinander. So, wie ihr sehen könnt, laufen die Farben auch direkt sofort breit. Zelleffekte funktionieren, wie ihr sehen könnt, auch viel schneller und intensiver. Das liegt einfach daran, weil die Oberflächenspannung von der Farbe dadurch auch ja, viel geringer ist, viel weniger Widerstand bietet, dass das Silikon durchbrechen kann oder die, ja, die Zellbildung beginnen kann. Aber ihr seht auch, wie sehr die Farbe sich, wie schnell die Farbe sich bewegt, wie sehr es sich verzieht und dass nichts davon stabil bleibt. Also man hat richtig das Gefühl, dass die Farbe von der Leinwand runterlaufen möchte und so komplett instabil bleibt. So, das heißt, ihr habt jetzt zwar euer Muster drauf, die Zellen sind komplett verzogen und es bilden sich dann zwar wieder neue Zellen, aber gerade wenn ihr hier das auch seht, die gehen richtig schnell auf und ziehen sich breit, haben nicht die typische Zellform, auch hier vorne passiert das gerade wieder und ja, sie werden quasi nicht gebremst und es werden dann große, unförmige Zellen. Auch wenn da drüben der Bereich vielleicht aktuell noch ganz gut aussieht, sieht man auch hier, dass die, ja, die Leinwand schon wieder durchscheint, also auch hier unten oder hier oben, je nachdem, dass das Schwarz leicht durchschimmert, je nachdem, wie dick die Farbe dann noch drüber liegt. Das ist jedenfalls eines der Risiken oder das große Risiko, wenn ihr eure Farben zu dünn macht. Es kann natürlich sein, dass ihr den Effekt gerade schön findet und haben möchtet, dann ja, macht, legt los. Gerade wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es vielleicht als Hintergrund benutzen und etwas drüber malen, dann geht das natürlich auch. So für einen sanften Übergang auf jeden Fall möglich. Jetzt hat es schon fast wie einen Planetenlook, so Saturnmäßig oder ähnliches. Kann man machen. Aber das auf jeden Fall ist ungefähr der Look, den ihr bekommt, wenn eure Farben dünner gemischt sind, schrägstrich zu dünn gemischt sind. Auch hier bilden sich jetzt wieder im Nachhinein noch Zellen. Also immer da, wo das Silikon die Chance hat, nochmal durchzubrechen, bekommt ihr im Nachhinein dann wieder die Zelleffekte. So viel zu dem ersten Versuch. Das Ganze jetzt, wie gesagt, nochmal als Ring Pur, also gleiche Farbmischung, aber dann ohne Silikon. Und ja, wie immer zeige ich euch am Ende auch, wie das Ganze getrocknet aussieht, also was mit diesem Bild dann noch passiert und auch wie das andere, was wir jetzt gleich im Anschluss noch puren werden, dann entsprechend auch getrocknet aussieht. Aber ich denke, das wird kein grandioses Ergebnis werden, weil hier sieht man auch schon, das Silikon bricht durch und lässt die schwarze Leinwand durchschauen. Hätte man natürlich nicht, wenn Leinwand jetzt weiß gewesen wäre, dann ist der Effekt anders, aber dann hat man entsprechend hellere Punkte, die durchscheinen. So, wie gesagt, Runde 2, eine ovale Leinwand diesmal, genauso wieder benutzt wie die andere auch. Das macht aber nichts, empfehle ich euch übrigens auch, dass ihr eure Leinwände, die ihr benutzt habt, die vielleicht nicht so erfolgreich geworden sind, wie ihr euch das erhofft habt, einfach wiederverwenden, entweder direkt trocknen lassen und darüber puren oder mit einer Schicht Gesso, wie in meinem Fall hier, darüber geben, trocknen lassen und dann kann es wieder losgehen. So spart ihr euch zum einen Leinwände
und habt immer 1, 2, 3 Leinwände auch ja, vorrätig oder da liegen, mit denen ihr experimentieren könnt. Gerade wenn ihr neue Mischungen versucht oder neue Farbkombinationen versucht, würde ich euch das immer empfehlen, erstmal zu testen, bevor ihr jetzt große Leinwände mit neuen Techniken oder neuen Farbmischungen macht, die euch dann vielleicht schief gehen und ihr euch ärgert, dass es zum einen nicht funktioniert hat und auch entsprechend die Leinwand und die Farbe halt dafür verbraucht habt. Ja, meine Empfehlung für euch aus Erfahrung heraus. So, die Mischung, wie vorhin schon gesagt, ist genau die gleiche. Diesmal ohne Silikonöl drin. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich keine bis kaum Zelleffekte bekommen. Aber da die Farben so dünn sind, kann es natürlich immer passieren, dass ja auch Effekte passieren, die man so nicht erwartet hat. Ich denke mal, die Farbe reicht auch schon. Sogar in dem Becher jetzt hat sie schon angefangen, sich zu vermischen. Und auch hier bei dem Ringpour, ja, erahnt man schon, dass man relativ wenig Ziellinien-Definition bekommt. Wahrscheinlich wird sich alles ein bisschen mehr vermischen als sonst. Die Farbe läuft natürlich viel einfacher über die Leinwand als bei anderen. Und es wirkt tatsächlich so, als bekommen wir hier so ein bisschen diesen Cloud-Effekt hin. Mal gucken, wie das Ganze dann gestretched aussieht. So, belassen wir es mal an sich jetzt hierbei. Also was man wieder bekommen kann, ist dieser ja, Saturn-Look, ne, das mit den Seitenstreifen. Das finde ich an sich immer sehr cool. Allerdings hier hat sich die Muster ein bisschen quer mit verzogen, was sehr unruhig wird in diesem Bereich. Hier außen, das hat so ein bisschen die Karamell-Look und ja auch hier oben haben wir den Cloud-Effekt, also wo das Weiß so ein bisschen drüber liegt. Das gefällt mir an sich ganz gut. Aber von der Definition her seht ihr, es ist relativ unordentlich und undefiniert. Auch hier an den Rändern sieht man jetzt ganz schön, weil die Leinwand schwarz gewesen ist, sieht man den schwarzen Schimmer durch. Hätte man, wie gesagt, nicht so sehr, wenn es eine weiße Leinwand ist, kommt aber auf die Farbe drauf an, die man verwendet. Hat man gerade sehr dunkle Farben, möchte den Kontrast haben und sieht dann den weißen Rand durch, wirkt es genauso störend als jetzt, wo wir die dunkle Leinwand haben und einen relativ hellen Pur. Muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man die Farben so dünn machen möchte. Und auch hier auf der Leinwand, was runtergelaufen ist, ihr seht schon selbst, wie dünn die Farbe ist. So, also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, die Mischung dicker zu halten, wenn ihr definierte Effekte haben möchtet. Als Hintergrund, wenn ihr irgendwas drüber malen möchtet, auf jeden Fall gut geeignet von der Mischung her. Auch das mache ich ab und zu mal mit Absicht, zum Beispiel auch gerade bei diesem Bild hier, da habe ich einen Hintergrundpur gemacht, der sollte wirklich auch blass und soft aussehen, damit ich dann hier was drüber malen kann. Da möchte man natürlich nicht, dass der Hintergrund so sehr hervorsticht und von dem Hauptbild ablenkt. Also auch das kann man zum Beispiel machen, wenn man das Ganze als Kombination zwischen Realismus oder Halbrealismus und Acrylic Pouring benutzen möchte. Meiner Meinung nach ein wirklich cooler Effekt, gibt dem Bild nochmal einen gewissen Kick und kann man natürlich machen. Und auch noch kurz als Referenz für euch, was die ungefähr selbe Mischung, hier ist jetzt noch etwas Burnt Amber mit drin, dieselbe Mischung wäre, wenn man dickere Farbe nimmt, dann bekommt man eher solche Effekte.
Also auch so ein bisschen Überlagerungseffekte. Man hat mehr Schattierungen drin. Die Farben bleiben Trennlinien schärfer. Also man hat mehr Definition insgesamt drin. Und man hat auch mehr Kontrolle drüber, weil die Farben viel langsamer laufen und man ja, Sachen einfach kontrollieren kann. Ähnlich auch bei diesem Bild. Von der Farbkombi her finde ich das ziemlich, ziemlich genial. Ne, hier ist Taillow-Blau, Weiß, das war Kupfer, Metallic und ein Pink Metallic. Und Weiß, habe ich glaube ich schon gesagt. Ein sehr cooles Muster, cooler Effekt, auch gerade hier vorne. Das war auch eine ja, dickere Farbmischung, also meine reguläre Mischung. Und hier war dann entsprechend auch noch ein bisschen Glück mit dabei. So, wir lassen das mal trocknen. Ihr seht auch direkt jetzt den Unterschied von der Farbtiefe her. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dunkler von dem Sienna her, wenn das getrocknet ist. Und ja, schauen wir dann einfach mal. Lassen wir uns überraschen und bis später. So, willkommen zurück, ihr Lieben. Hier ist jetzt das Ergebnis von dem zweiten Pour. Ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Ne? Also als Hintergrundbild gefällt mir das sogar ziemlich cool, wenn man da noch was oben drüber malt. Irgendwas Passendes. Aber wie gesagt, hier drüben, gerade an den Rändern, wo die Leinwand sich dann nach unten wölbt, sieht man, dass die Farbe dünner geworden ist, dadurch auch etwas durchsichtiger und man die Untergrundfarbe durchsieht. Wäre das jetzt weiß gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht weiter groß aufgefallen. Bei Shorts wirkt es natürlich etwas mehr. Hier drüben ist das Ergebnis etwas weniger, aber gerade an den Rändern sieht man auch, wenn die Farbe runterläuft, wird sie auch wieder etwas dünner. Aber insgesamt nicht so schlecht. Ne? Also die Muster haben sich verzogen, da ist eben dann keine richtige Struktur drin. Aber je nachdem, was man erreichen möchte. Ne? Kann ja genau das sein, was man erreichen möchte. Bei dem anderen hingegen, mit dem Silikon, würde ich das ja, als weniger erfolgreich bezeichnen. Das Muster zum einen ist nicht gerade ein Highlight, aber immer Glückssache. Aber hier, gerade da, wo das Silikon die Farbe verdrängt hat, weil die Farbe einfach viel dünner ist, somit auch viel einfacher zu verdrängen geht, hat man entsprechend die Löcher. Wäre die Leinwand jetzt weiß, hätte man hier entsprechend dann die weißen Ringe. Sieht man am Ende genauso, als wenn es jetzt hier schwarz wäre. Sieht einfach nicht so perfekt aus, wie es sollte, müsste. Und das ist generell euer Risiko, wenn ihr zu dünne Farbe habt und Silikon drin. Sobald euer Silikon vielleicht sogar die Leinwand trifft, wird es alles von dort versuchen wegzuscheuchen und ihr habt dann die weißen Stellen drin, wenn die Farbe zu dünn ist. Und genauso gut auch hier, wenn die Farbschicht generell sehr dünn ist, weil die ist ja nun mal von der Dicke her dünner, wenn die Farbe dünnflüssiger ist, dann wird es sich auch hier entsprechend verdrängen. Ja, ich hoffe, das kleine Experiment, nennen wir es mal so, hat euch gefallen, Fragen beantwortet. Wenn ihr Fragen haben solltet dazu oder experimentiert selber und kommt nicht so richtig dahinter, was bei euch vielleicht nicht so funktioniert, wie ihr euch das wünscht, schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen, ich versuche euch dann zu helfen, entweder direkt im Text oder ich mache ein Video für euch, wenn sich bestimmte Fragen häufen, wie auch jetzt in diesem zum Beispiel, damit ihr auch alle nicht die Lust und den Spaß dran verliert. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Kommt beim nächsten Video wieder und bis dahin auf jeden Fall viel Spaß beim Kreieren. Bis bald!